Märtyrerkammer. Oh. Ey, Alter, lass dich da nicht so hängen. Kopf hoch. Huh? Erstmal alles erkunden. Warum wird er rot gekennzeichnet? Aha. Ich muss auch den da jetzt nicht da reinbuxieren, oder? Moment. Geht's da jetzt weiter, oder? Das ist der Fahrstuhl, da muss ich jetzt hoch. Da ich das aber nicht will, kann ich den nochmal lose machen? Nee. Sekunde. Ich möchte gern da oben das grüne Dings noch haben. Aber ist schon cool mit der Leiche da. Ach so. Den Leichnam brauche ich für was anderes. Ah. Aber ist schon krass. Na, zum Glück merkt er nichts mehr. Hm.
Elende Hunde. Tja, und nun? Oh nee, oder? Das ist schön. Jetzt weiß ich auch, was ich mit der Leiche machen muss. Finde ich cool. Das ist witzig. Aber das hat God of War schon immer gehabt, solche Art von Humor. Na bitte. Aufzeichnung des Schreibers der Hekatonchinon. Der Zorn der Schwestern ist grausam. Sie suchen einen Krieger mit weißer Haut. Die Faust des Ares muss zu ihrem Meister zurück. Ach so, die meinen... Aha. Der Eid muss eingehalten werden. Brauche ich nicht. Das ist wichtig. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Aufschreiben. Muss es aufschreiben. Muss aufschreiben. Du bist der Spartaner, von dem Orkos gesprochen hat, nicht wahr? Das muss ich unbedingt aufschreiben. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Was weißt du über den Eidhüter? Ich weiß, dass er für seine Taten bezahlt hat. Es heißt, er war der erste Gezeichnete. Seinem Vater gefiel nicht, was aus ihm wurde. Oh ja, ich war der Erste, den die Furien hierher brachten. Siehst du, ich führe hier Aufzeichnungen. Der Schreiber. Orkos wurde hier geboren. Dann wurden seine Mütter, sie waren einst gerecht. Hart, aber gerecht. Hatte etwas zu tun mit Ares, glaube ich. Wie sie ihn behandelt haben. Oh, ihren eigenen Sohn. Das ist kein Grund, die Familie zu verraten. Die seien betrogen? Klingt bekannt, nicht wahr? Aber er tat es wegen dir. Ich habe ihn nicht um Hilfe gebeten. Aber du hast sie trotzdem bekommen. Nicht wahr, Spartaner? Ja, das stimmt soweit. Das wird meine Aufzeichnung herrlich ergänzen. Aber ich frage mich, wenn der schon da war, als der geboren wurde. Und der hat nur so wenig Zeilen geschrieben. Also entweder kann der sehr, sehr klein schreiben und auch sehr, sehr gut lesen. Oder er hat eine neue Codierungsart erfunden, die er weiterentwickeln müsste. Wir sprechen nochmal mit ihm. Achso, der Schreiber der Hekatonchinon. Er war der erste Sterbliche, den die Furien für das Brechen des Bluteides einsperrten. Um den Verstand nicht ganz zu verlieren, schrieb er akribisch alles über die Schwestern und ihre Pläne auf. Ja. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Krater schlachtet gerne. Und er schreibt eben. Hm.
Hallo. Wie immer erstmal gegen das, was einem am meisten schadet. Ja, brauche ich. Und weiter. Aha, ich sehe schon, wo es hinführt. Da drauf und dann wieder herstellen. Doch nicht. Hat sich schön angehört.